Begegnungen schaffen, wir sind Europa oder Vielfalt leben. Alles Projekte, die in der Sitzung des Bundesprogramms für Demokratie leben vorgestellt wurden. Die Sitzung leitete Marika Keller von der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft. Heute geht es um einen Rückblick auf 2017. Das heißt, alle Projektträger aus dem vergangenen Jahr werden ihre Projekte vorstellen. Wir hatten im letzten Jahr 13 Einzelprojekte, die durchgeführt wurden. Da gibt es heute eine Abschlussberichterstattung, wo wir nochmal genau erfahren, was hat stattgefunden, was war toll, wo hat es vielleicht auch gehakt. Diese Projektpräsentation wird stattfinden. Aber auch die Fonds und die Arbeitskreise werden aus ihrer Arbeit im letzten Jahr berichten, sodass wir nochmal einen Gesamtrückblick auf das letzte Jahr haben werden. An der Pestalozzi-Schule sowie der Hilgert-Schule in Zweibrücken wurde über das Projekt Deutsch für Migrationskinder 2 Unterrichtsstunden pro Woche angeboten. Durch diese zusätzliche Sprachförderung konnten die Kinder, die nur wenige Deutschkenntnisse haben, mit ihren Mitschülern in den Pausen spielen, um so die Sprachschwierigkeiten zu überwinden. Die Projekte sind eigentlich alle toll. Nee, nicht eigentlich, sie sind alle toll. Wir haben viele Schulprojekte gehabt, wir haben auch Projekte in einer Kita gehabt. Da sind wir natürlich besonders froh, weil man Kinder und Jugendliche im Sportverein erreicht man den einen oder anderen, aber in Schule und Kita erreichen wir einfach alle Kinder einer Altersgruppe. Insofern sind wir da immer sehr froh, wenn wir da Ansprechpartner haben. Gemeinsam künstlerisch tätig sein konnten die Kinder auch bei dem Projekt Plätzchen backen oder Weihnachtsbasteln. Ziel dieses Projektes war es, die Teilnehmenden verschiedener Kulturen und Glaubensrichtungen einander näher zu bringen. Ja, bei den Schulprojekten haben wir Projekte, da geht es um musikalische Gestaltung, aber auch um Kunst. Es geht um Theaterspielen. Es geht aber auch darum zu sagen, wir sind Europa. Also auch da ist das Spektrum sehr groß. Für 2018 haben wir etliche Projekte zum Ende letzten Jahres bewilligt und die starten jetzt nach und nach. Auch da gibt es wieder Schulprojekte, es gibt auch wieder Kita-Projekte. Wir haben wieder einen bunten Fächer, so wie wir uns das auch wünschen. Unseren Schwerpunkt haben wir ja ganz bewusst auf Kinder und Jugendliche gelegt, weil wir sagen, je früher man mit Demokratieerziehung anfängt, umso mehr trägt es Früchte und das schlägt sich auch in den Projekten nieder, da sind wir sehr froh. Das Programm Demokratie leben setzt sich aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit ein und steht für die Förderung und Pflege eines gegenseitigen Wertschätzens und Toleranz gegenüber allen Menschen. Mit einem Collagentheater am 15. März in der Eventhalle in Zweibrücken endete das Schülerprojekt zum Thema Bunte Woche der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus. Schulleiterin Rita Sutter-Dressloch erklärte, dass die Schülerinnen und Schüler eine Vielfalt an Persönlichkeiten aufweisen, seien es kulturelle Hintergründe, Sprachen, Talente oder Begabungen. Heute passiert die Präsentation von der bunten Woche. Wir waren eine Woche lang auf der Herzog-Wolfgang-Realschule und haben mit den Jugendlichen, mit der 7. Klasse, haben wir so Projektwoche gehabt mit dem Thema Vielfalt, Individualität, gefördert von Demokratie leben. Und heute ist sozusagen in der Eventhalle die Präsentation des Erlernten, des sozusagen umgesetzten Themas. Während die Lehrer das Thema vorher im Unterricht aufgegriffen haben, haben die Mitarbeiter der Jugendkulturwerkstatt Pirmasens das Thema künstlerisch in den Bereichen Theater, Tanz, Medien und Kunst bearbeitet. In den Workshops Tanzen und Theater wurde die Performance einstudiert, während das Bühnenbild mit einer Diashow, die die Eindrücke der Projektwoche zeigte, von den Gruppen, Werken und Medien ausgearbeitet wurde. Das Ziel war, so ein bisschen die Demokratie, demokratischer Prozess mit dem Thema Vielfalt zu kombinieren und das Ganze künstlerisch umzusetzen. Ein weiteres Ziel des Projektes, das im Rahmen des Bundesprogrammes Demokratie leben stattfand, war die Vielfalt einer Gruppe erkennen, akzeptieren und sich gegenseitig wertschätzen.
Die dritte gemeinsame Demokratiekonferenz der Partnerschaften für Demokratie Zweibrücken, Südwestpfalz und Pirmasens fand unter dem Motto »Eine starke Region für Demokratie« statt und wurde im Rahmen eines Barcamps durchgeführt. Als Referentin kam Ulla Teisling aus Köln. Sie hatte die Aufgabe, mithilfe des Camps die Vernetzung der Projektträger untereinander zu verbessern. Die Projekte, die im Rahmen dieses Programms Demokratieleben ja entstehen, sind ja doch etwas sehr Lebendiges. Und wir möchten gerne die Potenziale, die Möglichkeiten, die da drin stecken, in den verschiedensten Projekten, die Ressourcen von Menschen, die Erfahrung haben mit solchen Projekten, nutzen, um mal zu gucken, kann das auch für die anderen, die das bislang noch nicht gemacht haben, wertvoll und wichtig sein und könnten wir vielleicht ein Projekt oder Teile des Projektes für uns auch nutzen. Zum Beginn der Veranstaltung erklärte der Pirmasenser Bürgermeister Markus Zwick, wie wichtig es sei, weiterhin miteinander zu kooperieren und so Synergien im Bereich der Demokratiestärkung in der Region zu erreichen. Nach der kurzen Einführung und Kennenlernrunde durften einige Projektträger ihre Arbeit vorstellen, bevor es dann zum Mitmach-Workshop ging. Das Ziel eines solchen Barcamps sei es, gemeinsam zu arbeiten, sich dabei kennenzulernen und voneinander zu profitieren. Das klappte laut Ulla Teisling gut in Pirmasens. Ebenfalls positiv sei es, dass die Projekte im Rahmen des Bundesprogramms immer vielfältiger werden und stärker präsent sind, trotz der ein oder anderen anfänglichen Skepsis. Die Bedeutung dieses Programms, wenn man mal insgesamt Demokratieleben sich anschaut, die hat zugenommen. Also ich erinnere mich daran, ich hatte zum Beispiel einen Kreis, das war jetzt nicht hier, die haben am Anfang sehr skeptisch überlegt, ob das überhaupt sinnvoll ist, nach dem Motto, wir haben jetzt keine wirklich radikalen Rechtsradikale, wir haben keine gewalttätigen Übergriffe in unserem Kreis, warum brauchen wir dieses Programm so, ne, um es mal ein bisschen vereinfacht zu sagen. Die Notwendigkeit, denke ich, die ist sinnfälliger geworden, dass es nicht nur darum geht, rechtsextremistische Strömungen ausfindig zu machen und entsprechende Programme zu bieten, sondern tatsächlich auch das Thema, wie wollen wir zukünftig zusammenleben, das Thema Demokratie auch, das hat an Bedeutung gewonnen. Ob es in Zukunft mehr gemeinsame Projekte geben wird, entscheidet sich Ende des Jahres, wenn alle Projekte für 2019 feststehen. Aber die diesjährigen Projekte haben bisher schon gezeigt, dass die Menschen in der Region Demokratie leben. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 9 der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in Zweibrücken spielt Demokratie nun eine viel größere Rolle. Nach mehreren Projekten im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben wurde das Verständnis für Demokratie und die damit verbundenen Privilegien erfolgreich gestärkt. Deutlich wurde dies am 26. Mai auf der Hahnberghütte in Kontwig, als die Schülerinnen und Schüler zum Demokratiefest einluden. Schulleiterin Rita Sutter-Desloch freut sich sehr über die gelungenen Projekte. Ich denke, dass die Erziehung zu einem demokratischen Bürger sehr wichtig ist für unsere Schülerinnen und Schüler, damit wir sie kritikfähig machen und sie später zu einem mündigen Mitglied in der Gesellschaft werden. Und deshalb legen wir schon ab der 5. Klasse schon sehr viel Gewicht auf eine demokratische Erziehung unserer Schülerinnen und Schüler. Und wir haben da auch im Vorfeld zu diesem heutigen Tag auch schon andere Projekte in der Schule durchgeführt. Ich nenne mal die Bunte Woche, die vor kurzem stattgefunden hat. Und wir arbeiteten damals sehr eng mit der Jugendkunstschule, mit der Jugendkunstwerkstatt in Pirmasens zusammen. Und das war eine tolle Aktion. Wir leben Vielfalt und trotzdem die Einheit miteinander. Das ist unser Ziel. Zusammen mit der Ortsgruppe Zweibrücken des Pfälzer Waldvereins und der Siebenpfeifer Stiftung Homburg gestalteten die Schülerinnen und Schüler einen Demokratiewanderweg um Zweibrücken herum. Die sechsten Klassen erstellten das Symbol für den Wanderweg und beschäftigten sich künstlerisch mit dem Thema Demokratie. Die neunten Klassen gestalteten zwei Schaukästen für den Wanderweg. Einen zu Jakob Philipp Siebenpfeifer und seinem Wirken im Kampf um Demokratie im 19. Jahrhundert und einen zum Thema Pressefreiheit und wie sie sich bis heute entwickelt hat. Während der Arbeiten ist der pädagogischen Koordinatorin Sarina Wolf viel Positives aufgefallen.
Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich unsere Schüler zum Thema, also ins Thema extrem reingekniet haben, dass sie vorher von Siebenpfeifer wirklich nichts wussten und ihnen dadurch aber schon jetzt auch klar wurde, was diese Freiheiten, die er erkämpft hat, mit ihnen zu tun haben. Und wir haben einfach auch festgestellt, wie selbstständig unsere Schüler arbeiten können, wie zielorientiert sie arbeiten können und dass natürlich auch Selbstbewusstsein gestärkt wird. Und das ist etwas, das nebenbei passiert bei solchen Projekten. Aber genau das ist das, was wichtig ist, weil demokratische Bürger brauchen Selbstbewusstsein, um aufzutreten und auch für die Demokratie einzustehen. Das Projekt Demokratie Wanderweg mit Demokratie Fest auf der Hahnberghütte war ein voller Erfolg, wofür es viele gute Rückmeldungen gab. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich bereits auf die nächsten Projekte im kommenden Schuljahr. Eins zu null für ein Willkommen, Ferienfreizeit, lautet der Titel des Integrations- und Inklusionsprojekts des VW Zweibrücken. Bei dem von Demokratie Leben geförderten Wochenende konnten so Menschen verschiedener Nationalitäten, kultureller und religiöser Hintergründe einen gemeinsamen Ausflug unternehmen, der das Miteinander stärkt. Die 1901 gegründeten Vereinigten Bewegungsspieler in Zweibrücken sind schon eine Weile engagiert bei der Sache. Immer dienstags trifft sich um 15 Uhr eine Gruppe, die wird von Herr Winfried Stark betreut. Und das sind die Kinder aus unterschiedlichen Nationen, aus Afghanistan, Kurdistan, Syrien, aus Eritrea und aus Deutschland. Und die Kinder mit Familien, wir fahren jetzt dieses Wochenende in Freizeit in die Eifel bis am Sonntag. Was bei den Kindern hervorragend funktioniert, warum soll das auch nicht bei den Familien und bei den Erwachsenen funktionieren? Und wir sind ganz optimistisch und überzeugt, dass es ein wunderschönes Wochenende wird. Vor der Busfahrt nach Simmerath nahe der belgischen Grenze stand zunächst noch ein gemeinsames Frühstück an. Auch hierbei achteten Stark und Davo direkt darauf, dass Kontakte entstehen und Hemmnisse abgebaut werden. Bei den Kindern, die sich aus den wöchentlichen Treffen kennen, war das ohnehin bereits der Fall. In der Eifel standen neben dem Wohnen im Selbstversorgerhaus ein Ausflug an den Ruhrstausee, Besuch bei einem Bonbonmacher, Grillen und viele Spiele an. Das gemeinsame Wohnen, Kochen und Erleben setzt ein Signal für das Miteinander, die Integration und Inklusion. Die Familien mit und ohne Migrationshintergrund sowie Mitglieder mit und ohne Beeinträchtigung kommen so ins Gespräch und bauen zusammen Berührungsängste ab. Viele Familien mit Migrationshintergrund, die sind eigentlich bis auf wenige Besuche bei Verwandten noch gar nicht so über die Stadtgrenze von Zweibrücken hinausgekommen und haben jetzt eigentlich von Deutschland noch gar nicht so viel gesehen. Einfach auch mal neue Eindrücke zu gewinnen, auch mal die Vielfalt von Deutschland kennenzulernen. Aber im Vordergrund steht auf jeden Fall das Gemeinsame und dass ich da dass Kontakte geknüpft werde, dass Vorbehalte abgebaut werden. Das ist so das Ziel, was wir uns eigentlich vorstellen. Die rund 35 Köpfe starke Gruppe verbrachte mit Sicherheit ein unvergessliches Wochenende in der Eifel und ist so noch näher zusammengerückt. Im Oktober will man dann ebenfalls im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben noch zusammen nach Straßburg zum Europaparlament fahren. Die lokale Koordinatorin Marika Keller begrüßte die Teilnehmer des Bundesprogramms für Demokratie leben im Zweibrücker Ratssaal. In der Sitzung wurden die neuen Projekte vorgestellt und über die neuen Projektanträge entschieden. Ein weiterer Punkt war das Vorgespräch zur Fortschreibungskonferenz, die im September 2018 stattfindet. Dann wird die Partnerschaft für Demokratie Zweibrücken für 2019 in ihren Zielen fortgeschrieben. Insgesamt wurden 5 Projekte vorgestellt, davon gehören 4 zum normalen Aktions- und Initiativfonds. Das 5. Projekt ist ein größeres Projekt, für das eine Aufstockung beantragt wurde.
Das große Projekt richtet sich an alle weiterführenden Schulen in Zweibrücken. Wir haben da mit dem TEFO-Theater in Nürnberg Kontakt. Die haben ein Theaterstück entwickelt, das heißt Wo ist Faris? Da geht es um die Radikalisierung eines 15-jährigen Schülers. Und in diesem Theaterstück bekommen die Jugendlichen so einen Einblick, woran erkennt man Radikalisierung? Was kann ich selbst, auch wenn ich das bemerke, tun, um dagegen zu steuern? Und genau darum geht's. Ein weiterer Aspekt für dieses Projekt sind verschiedene Vorträge, wie Keller erklärte. Einmal von Jugendschutznet Rheinland-Pfalz zu Anwerbestrategien islamistischer Kreise im Internet, speziell auch für Frauen und junge Mädchen. Und der zweite Vortrag, der stattfindet, da geht es um das Erkennen von Radikalisierungstendenzen, um Lebenswelten junger Menschen, um da einfach mal einen Einblick zu geben, welche Mechanismen greifen da, wie funktioniert sowas. Das Programm Demokratie Leben setzt sich aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit ein. Die Partnerschaft für Demokratie Zweibrücken möchte mit verschiedenen Aktionen und Projekten Kinder und Jugendliche in ihrem zivilen Engagement und demokratischen Verhalten fördern. Die Grundschule Breitwiesen in Zweibrücken. Hier ging die allererste Bücherkiste an die Klasse 3b. Diese wurde durch Bürgermeister Christian Gauf an die Kinder übergeben. Im Rahmen des Bundesprogramms für Demokratie Leben wurden Bücher zur Umsetzung von vorurteilsbewusster Erziehung angeschafft. Diese können dann für den frühkindlichen Bereich sowie den Bereich des Grundschulalters eingesetzt werden, wie die Koordinatorin des Projektes Maria Keller erklärte. Es geht bei diesem Projekt einfach darum, dass man den Schülerinnen und Schülern Bücher zur Verfügung stellt, die Themen behandeln, die sie sich normalerweise nicht in Kinderbücher finden oder nicht in diesem Umfang. Es geht da auch mal um Obdachlosigkeit, es geht um Eltern, die erkrankt sind, es geht um Behinderung in der Familie, es geht aber auch um verschiedenste Familienkonstellationen, das heißt Familien mit zwei Mamas, zwei Papas oder auch um Familien mit Alleinerziehenden. Den Kindern soll durch diese Weise Mut gemacht werden, Vorurteile abzubauen und Tabus zu brechen. Sie sollen so auch für die verschiedensten Lebensweisen sensibilisiert werden. Die Bücherkisten wurden in drei Altersbereiche eingeteilt, von 0 bis 3, 3 bis 6 und 6 bis 9 Jahren. Die Idee zu diesem Projekt stammt aus Berlin. Es gibt im Bundesprogramm Demokratie Leben, was diese Bücherkisten ja finanziert hat, ein Modellprojekt vom Institut für Situationsansatz in Berlin. Wir haben ganz, ganz viele Kinder- und Jugendbücher ganz intensiv untersucht und da eine Empfehlungsliste herausgegeben, auch solche Bücherkisten zusammengestellt, die man sich in Berlin kostenlos entleihen kann, nur die muss man leider da abholen. Und aufbauend auf den Kisten, die die da zusammengestellt haben, haben wir unsere Kisten auch zusammengestellt. Das heißt, wir durften die Listen, die ist da zusammengestellt hat, nutzen. Wir haben die uns zur Verfügung gestellt und daraus haben wir unsere Auswahl getroffen. Der Wert einer Kiste beträgt zwischen 350 und 500 Euro. Jede Grundschule bekommt eine andere Kiste, sodass die Bücher untereinander getauscht werden können. An weitere 7 Grundschulen in Zweibrücken werden die Kisten in den nächsten Wochen verteilt. Weitere Bücher und Filme stehen auch in der Vielfaltmediathek des Medienzentrums in Rotalben zur Ausleihe zur Verfügung. Im VB-Sportheim in Zweibrücken haben sich die Teilnehmer des Projektes 1:0 für ein Willkommen getroffen, um den Besuch des Eifelparks in Gondorf Revue passieren zu lassen. Die Freizeitgruppe bestand aus 20 Kindern sowie 5 Betreuern. Ziel des Projektes war es, den geschützten Raum des VB-Vereins zu verlassen und als Jugend- und Kindergruppe in der Öffentlichkeit aufzutreten, so Vorstand Winfried Stark. Man will diese Gruppe stärken, hervorheben, dass man zusammengehört. Und das stärkt natürlich während dem Ausflug sicherlich nicht direkt, aber viele Projekte, die wir machen, stärken die Gemeinschaft. Und dazu kommen natürlich jetzt auch die Eltern und die Geschwister, sodass auch die Familie zu unserem Verein dann irgendwann hoffentlich richtig dazugehört. Zukünftige Projektideen habe der Verein genügend. Da Kinder zwischen 5 und 14 Jahren teilgenommen haben, entschied sich der Verein dann für einen Besuch des Freizeit- und Tierpark Gondorf. Ja, die Kinder waren natürlich begeistert. Das ist für die Kinder keine Selbstverständlichkeit, für viele an so einem Projekt teilzunehmen. Ja, die meisten Kinder kennen das aus der Heimat gar nicht
Und hier bei uns wird auch meistens das Geld nicht reichen. Und daher danke an Demokratie Lebe, die das uns ermöglicht, sowas zu tun. Die Kinder kommen aus Eritrea, Deutschland, Syrien sowie Afghanistan. Mit dieser bunten Mischung der Kulturen soll die Inklusion sowie Integration in den Vereinen weiterhin gelebt werden. Denn die Partnerschaft für Demokratie Zweibrücken steht für Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Kulturen und Religionen. In der kleinen Turnhalle des Hofenfels-Gymnasiums in Zweibrücken haben die Kinder sichtlich Spaß. Jeden Donnerstag treffen sich Eltern und ihre Kinder hier für eine Stunde zum gemeinsamen Turnen. Der Kurs wird von der Behinderten- und Ausländerbeauftragten der VB Zweibrücken Birgit Davo geleitet. Wir haben im Ende August, Anfang September haben wir schon angefangen. Also wir haben jetzt insgesamt, ist es jetzt glaube ich das sechste oder siebte Mal, wo das Projekt stattfindet. Wir haben das jetzt auf einen Zehnerkurs erstmal beschränkt. Aber wir gehen davon aus, weil die Resonanz sehr positiv ist, dass es natürlich weitergeht. In erster Linie sollen die Kinder gemeinsam Spaß haben. Durch verschiedene Übungen werden außerdem die Koordination und die Ausdauer sowie das Verständnis für Spielregeln geweckt. Durch die gemeinsame sportliche Aktivität wird der Zusammenhalt der Kinder gestärkt. Außerdem werden Vorurteile und Berührungsängste gegenüber Kindern mit Beeinträchtigung abgebaut. Die Idee zu diesem Kurs hatte Ellen Hodeck. Die zweifache Mutter besuchte bereits vorher ein inklusives Eltern-Kind-Turnen. Doch ihr Sohn hatte Schwierigkeiten, die Übungen zu bewältigen. Das war schwierig für die Kinder. Die Gruppe war so groß und die Kinder, die waren dann teilweise mit der Gruppengröße etwas überfordert. Und so kam dann die Idee auf, so eine Eltern-Kind-Gruppe inklusiv zu gründen, in der Behinderte und Nichtbehinderte oder beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Kinder zusammen die Möglichkeit haben, Sport zu machen. Die Kursgröße ist auch deshalb auf eine Teilnehmerzahl von 15 Kindern beschränkt. Kinder wie der dreijährige Jack mit Down-Syndrom werden in einer kleinen Gruppe nicht überfordert oder abgelenkt. Zudem lernen Kinder so feste Abläufe und Regeln kennen, da sich der Kurs immer gleich aufbaut. Wir haben das altersmäßig beschränkt von 2 bis 6 Jahren, aber Kinder, die in diesem Alter sind, sind herzlich eingeladen mitzumachen, also ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Ein Mädchen ist auch, hat auch Fluchthintergrund, also bei uns sind alle Kinder willkommen. Zurzeit nehmen 10 Kinder an den Turnstunden teil. Wer sich also fürs Mitmachen interessiert, kann jederzeit im inklusiven Eltern-Kind-Turnen mitmachen. Eins zu null für ein Willkommen. Backen und Gespräche in der Vorweihnachtszeit. So der Name des eintägigen Projekts der VB Zweibrücken im Vereinsheim in der Schlachthofstraße. Zusammengekommen waren die Kinder und Jugendliche der allwöchentlichen Dienstagstreffen um Winfried Stark. Aber auch Angehörige, Verwandte und Freunde waren willkommen. Die meisten der Familien sind bereits seit fast 4 Jahren in der Stadt. Durch das Engagement des Vereins und die vielfältigen Aktionen, auch im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben, ist eine Gruppe und Gemeinschaft entstanden. Eigentlich ging das 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle los. Da hatten wir die Veranstaltung Ballkontakte. Das war so ein Fußballturnier für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund. Und das hat auch so ein bisschen der Charakter vom Begegnungsfest. Da gibt es auch so eine kulinarische Meile, wo Essen aus verschiedenen Ländern angeboten wird. Und da wurden wir regelrecht überrollt. Da waren dann auf einmal ganz, ganz viele Menschen und die wollten dann alle Fußball spielen und ja, irgendwie wollten was gemeinsam machen und so sind die ersten Kontakte entstanden, dann vor allem über den Fußball, über die Integration im Verein und ja, und da sind so ein paar Familien, die sind einfach mit Kindern, Jugendlichen, die sind hängen geblieben und ja, wir machen jetzt schon seit fast 4 Jahren immer wieder gemeinsame Aktionen. Auch wenn die meisten der Anwesenden schon ein paar Vorweihnachtszeiten in Deutschland erlebt haben, einige der Rezepte und Gebräuche waren ihnen noch fremd.
Doch gemeinsam wurden alle Hexenhäuschen, Schokoladencornflakes, Zimtwaffeln und Spritzgebackenes ein Erfolg. Nach Ausflügen in die Eifel und nach Straßburg in diesem Jahr ist auch für 2019 wieder einiges im Rahmen von Demokratieleben geplant. Etwa eine weitere Freizeit im Schwarzwald, Besuch im Hambacher Schloss und einer KZ-Gedenkstätte. Die Teilnehmer sind dabei stets bunt gemischt. Oh, aus all den Herren Ländern, von vielen Kontinenten. Also wir haben so eine Community aus Eritrea. Das sind immer junge Männer, die spielen samstags immer Fußball. Und da haben wir auch so Kontakt zu den Familien bekommen, wo die Kinder dann auch in der Gruppe dabei sind. Dann eine Familie aus Kurdistan, Familien aus Afghanistan, aus Syrien. Ich glaube, junge Männer sind aus Nigeria, also aus ganz vielen unterschiedlichen Ecken der Welt, ja. Das funktioniert wunderschön. Also im Sommer hatten wir ja die Freizeit, da waren wir dann ein ganzes Wochenende unterwegs und trotz der vielen Sprachen, der unterschiedlichen Kulturen, Religionen hat das alles wunderbar geklappt. Unabhängig von kommenden Demokratie-Leben-Projekten besteht das Dienstagstreffen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sowie mit und ohne Beeinträchtigung natürlich weiter. Die Freundschaften, die sich dadurch bereits gebildet haben, sind das beste Beispiel für die gelungene Integrationsarbeit der Vereinigten Bewegungsspieler Zweibrücken. Zunächst konnte Marika Keller von der Fach- und Koordinierungsstelle des Bundesprogramms eine gute Nachricht verkünden. Demokratie Leben läuft zwar im kommenden Jahr aus, wird aber von 2020 bis 2024 neu aufgelegt werden. Man hofft auch auf eine Fortführung des gleichen Titels, um den Wiedererkennungswert beizubehalten. Doch zunächst geht der Blick noch auf 2019 und die für das kommende Jahr beantragten Projekte. Wir haben insgesamt 11 Anträge vorliegen. Das sind ganz verschiedene Vertreter, beginnt bei Grundschulen über weiterführende Schulen. Wir haben auch einen historischen Verein mit dabei, also ist eine bunte Mischung. Auch Sportvereine ist so querbeet, was wir heute haben. Der Begleitausschuss entschied sich in seiner Sitzung nach Vorstellung der Einzelheiten auf die Förderung aller 11 beantragten Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 48.000 Euro. Der Förderverein der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus verwirklicht im kommenden Jahr das Projekt Integration durch Motivation. Ein Motivationstrainer wird dort mit Migrantenkindern arbeiten. Der Internationale Bund gestaltet in Kooperation mit der Schule beim Projekt Kunst im Tunnel eine Straßenunterführung am Schwarzbach als Weiterentwicklung des Sieben-Pfeifer-Wanderwegs. In Kooperation mit dem Stadtmuseum und dem Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde verwirklicht der erstmals beteiligte historische Verein das Forschungsprojekt Nanu. Zwei Kulturwissenschaftler werden in dessen Rahmen die Geschichte von Lesben, Schwulen, Trans- und intersexuellen Menschen in der Pfalz beleuchten. Auch die Vereinigten Ballspieler Zweibrücken setzen ihre Arbeit fort. Unter dem Titel 2:0 für ein Willkommen wird der VB Ausflüge aufs Hambacher Schloss und in den Zoo von Amneville machen, sowie ein internationales Fußballturnier veranstalten. Die Freunde und Förderer der Albert-Schweitzer-Grundschule werden das Projekt Barrieren überwinden mit Yoga durchführen. Der Bund der Ehemaligen und Freunde des Hofenfels-Gymnasiums schickt 11-Klässler auf eine Exkursion zum Konzentrationslager Natzweiler-Strutthof, während die Freunde des Helmholtz-Gymnasiums eine Tagesfahrt nach Verdun als Teil einer Unterrichtsreihe zum Ersten Weltkrieg organisieren. Der Förderverein Pestalozzi-Schule wird die begonnene Sprachförderung an der Schule fortsetzen. Die eingereichten Projekte konnten also allesamt den Begleitausschuss von sich überzeugen. Ein Antrag ist dann förderfähig, wenn alle Unterlagen fristgerecht eingereicht wurden, das heißt der Antrag mit entsprechenden Anlagen und wenn der Träger die Voraussetzungen des Bundesprogramms erfüllt. Das heißt, ein Träger muss eine gemeinnützige Institution, die nicht staatlich ist, sein. Ganz platt gesagt ein eingetragener Verein. Das Bundesprogramm Demokratie Leben setzt 2019 mit seinen lokal durchgeführten Projekten, also auch in Zweibrücken, wieder klare Zeichen gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit.